Eine typische Schätzaufgabe, welches Volumen hat der Zylinder? Und da muss man den Durchmesser schätzen. Ich mache erstes grob und zweitens mit Dreisatz. Also, das bin ich. Ich bin nur 1,73 groß. Und grob heißt, man schätzt, naja, dann werden das hier so 2 Meter sein. Ja? Und dann setze ich das da rein und dann komme ich auf einen Durchmesser von, naja, D ungefähr 3 Meter. Was ich jetzt will, wenn jemand das so grob macht, dass man es auch hinschätzt. Ja? So hinschreibt, grob geschätzt. Ja, so anhand der Figur, fertig. Und dann kann ich weitermachen. Ich brauche nur noch die Länge und so. Genauer wäre es mit Dreisatz. Da schaue ich jetzt, also da messe ich das jetzt hier ab. Auf meinem Ding waren das 4,5 Zentimeter. Also 4,5 Zentimeter und in echt eben 1,73. Und das kann man jetzt dann so hinschreiben. Also 4,5 Zentimeter entsprechen 1,73 Meter. 1 Zentimeter entspricht dann 1,73 Meter dividiert durch die 4,5 Zentimeter. Und das muss man messen. Das waren bei mir 7,7 Zentimeter. Also das ist hier 7,7 Zentimeter. Also 7,7 Zentimeter entsprechen dann 7,7 Zentimeter durch 4,5 Zentimeter. Die kürzen sich dann mal 1,73 Meter. Die Meter bleiben. Und da kommt ein 2,9. Also kommt eigentlich wieder die 3 Meter raus, die wir auch vorher schon hatten. Passt ganz gut. Jetzt könnte man dann diese Fläche ausrechnen. Ich habe bei der Aufgabe noch ein zweites Foto gezeigt und sagt der, also der hat auch eine Länge von 3, nicht Dezimeter, Meter, 3 Meter und Durchmesser 3 Meter. Das heißt, Radius ist 1,5 Meter. Volumen, ja, das ist ja R Quadrat Pi mal H, also 1,5 Meter Quadrat mal Pi mal 3 Meter. Und damit lässt sich das Volumen von diesem Weinfass so ganz gut schätzen. Und in Kubikmetern und so.